Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es um The Great Cat. Anlässlich zum 250. Geburtstag von Beethoven gibt es die Pastoralsinfonie, die Sinfonie Nummer 6. Diese wurde 1808 komponiert und bietet brillante programmatische Bewegungen. Das sind Bewegungen, die einem bestimmten Thema gewidmet sind. Beethoven war ein großer Bewunderer der Natur und wollte durch den Wald schlendern, um sich für seine musikalischen Kreationen inspirieren zu lassen. In Beethovens Pastoralsinfonie nimmt sich der Maestro mit einer Reise durch die Natur aus friedlichen, fröhlichen und dankbaren Szenen und natürlich der gewalttätigen Thunderstorm-Bewegung. Dieses kraftvolle Gewitter in F-Moll, das auf Cartoons berühmt wurde, bietet wild donnernde Tympanie, rumpelnde Bässe, chromatische Geigenläufe und das Tutti-Orchester. Dieses Orchester, das Fortissimo Dynamics spielt und ein lautes, heftiges Gewitter darstellt. Jetzt erschaffen Beethoven und The Great Cat ein Thunderstorm, um das ultimative Shred-Classical-Meisterwerk zu schaffen. The Great Cat, bekannt als Julien Grand Violin-Virtuosin und Top 10 der schnellsten Shredder aller Zeiten, laut dem Guitar One Magazine, zerkleinert Gitarre und Violine mit unglaublicher Geschwindigkeit. Donner- und Sinfonieorchester auf Beethovens Pastoral-Symphonie bringen dieses kraftvolle Werk direkt in die Zukunft. The Great Cat ist die einzige Gitarren- und Geigen-Doppelvirtuosin, die Beethovens Meisterwerke mit hoher Geschwindigkeit vernichtet und seine geniale Musik mit Metal einer ganzen neuen Generation näher bringt. The Great Cat, die Reinkarnation von Beethoven, setzt ihre Feier zum 250. Geburtstag, der im Dezember diesen Jahres ist, von Beethoven mit diesem revolutionären neuen Video fort.